Die Regierung in Kiew spricht von Energieterror. Erneut hat das russische Militär mit Luftangriffen gezielt Infrastrukturanlagen in mehreren Landesteilen unter Beschuss genommen. Neben Städten wie Saporischschja und Charkiw wurde auch Kiew getroffen. 80% der Bevölkerung der Hauptstadt müssen nun bis auf Weiteres ohne Leitungswasser auskommen. Die Reparaturarbeiten liefen sofort auf Hochtouren, obwohl jederzeit mit einem neuen Raketenhagel gerechnet werden muss. Laut der Nationalpolizei wurden 13 Menschen verletzt. Die Behörden haben uns mitgeteilt, dass das Wasser am linken Ufer zurückkehren wird und teilweise am rechten Ufer. Ich weiß nicht, ob das Wasser zurückkommt oder nicht, aber in diesem Park gibt es einen Springbrunnen. Wir sind seit 2 Jahren in Kiew. Wir sind gekommen, um Wasser zu holen und wir warten in der Schlange, um Trinkwasser zu bekommen, weil ich denke, dass wir und die Kinder Wasser brauchen. Wir haben ein Geräusch wie ein Pfeifen gehört. Danach flog etwas über uns hinweg. Wir hörten die Explosion und alle rannten hinaus. Über den Raketenbeschuss gibt es unterschiedliche Darstellungen. In seinem täglichen Lagebericht verkündete der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, alle Angriffe hätten ihr Ziel erreicht. Der Generalstab in Kiew erklärte dagegen, 44 der 50 russischen Marschflugkörper seien abgeschossen worden. Ein Raketenteil sei auf das Gebiet der Republik Moldau gestürzt, ohne Schaden anzurichten. Als besonders dramatisch wird die Lage in der dauerhaft umkämpften Stadt Bachmut in der Region Donetsk beschrieben. Dort sollen die verbliebenen, oft alten oder kranken Menschen, weder Strom oder Wasser noch Gas zum Heizen haben. Trotzdem harren dort noch freiwillige Helfer aus.